Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das so fixen, dass der Eingang trotzdem noch gut aussieht. Dann ist mir jetzt vorhin gerade, als ich die Aufnahme, die letzte, beenden wollte, noch etwas in den Sinn gekommen. Und das versuchen wir jetzt. Ich brauche ein bisschen Stein und das wär's. Hoffentlich schon. Mehr werde ich nicht brauchen, oder? Soll ich mir noch eine Workbench holen? Ich brauche nämlich noch eine Workbench. Ist mir gerade so beim Hochrennen in den Sinn gekommen. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Treppenquarz, Stüfchen. Wenn's Workbench. Hier ist sie ja. Und eine Kiste nehmen wir auch wieder mit. Dieses Mal denke ich mit. Ich habe aber das Holz, das ich da brauche, sowieso nicht. Also falls wir es dann brauchen. Trotzdem bräuchten, muss ich's kurz farmen gehen. So, jetzt bin ich gleich oben. Ich hoffe, das sieht dann besser aus, weil irgendwie der Eingang gefällt mir so jetzt gar nicht mehr. Vorhin sah er einfach aus, ja, da ist einfach ein Turm im Weg und jetzt blendet es mich noch. So, meine Idee ist folgende. Ich mache hier die Wand so zu. Dann mache ich da hier mit Treppen runter und ziehe die Brücke ungefähr bis hierhin. Also wird hier ein bisschen kleiner, die Brücke. Dafür haben wir dann das hier nicht mehr. Und mal schauen, wie das aussieht. Ich muss mir überlegen, wie ich das genau mache, denn das Tor muss dann 3 hoch sein, sonst reklamiert Flick. Und ich weiß schon, was ich vergessen habe. Schon wie beim letzten Mal. Ich habe Gravel vergessen. Ich habe Steine vergessen. Die werden wir nämlich alle auch brauchen, aber erst jetzt schon. Erst jetzt schon. So, und jetzt springe ich einfach da runter. Wenn es klappen würde, klappt aber nie bei mir. Flick springt da relativ elegant runter. So, Steine und Gravel. Ich habe hier noch genug Steine. Und nehmen wir alle mit, dann habe ich hier oben keine mehr. Gravel ist auf der anderen Seite, das weiß ich jetzt. Nein, ich habe nicht nach Gravel gesucht da hinten. Weil jetzt in den Steinen. Gravel brauchen wir viele. Brauche ich die Steinstüfchen noch? Die Leine habe ich immer noch nicht versorgt. Wie man sieht, ich war immer noch am gleichen Ort. Ich bin nicht weg von da. Ich bin ein bisschen im Lager rumgerannt, habe noch geschaut, ob alles da funktioniert. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, hey, warte mal. Ich habe eine Idee, wie ich das bauen kann. Und ich dachte mir, ich nehme das auch gleich wieder auf. So, das hatten wir auch noch nicht, dass die Maus hackt. Machen wir erstmal mit Stein die Kiste kurz hier hin machen. So. Machen wir erstmal mit Stein alles. Also ich mache jetzt nämlich ganz schnell einfach zu. Der Sinn ist, dass das hier nicht mehr so aussieht, sondern einfach, ja, ist gut. Die Musik. Dass das dann nicht mehr so eng aussieht hier. Dann kann ich nämlich vielleicht, wenn alles gut läuft, hier drüben, das nämlich kann ich ja nicht wegnehmen da oben, aber ein bisschen anders gestalten. Mal schauen. So, jetzt die Workbench. Ich wollte gerade sagen, nein, jetzt habe ich die Workbench vergessen. Aber sie ist zum Glück mitgekommen. Keine Ahnung, wie viele das ich brauche. Ich denke mal, so viele reichen. 12. Also, dann machen wir hier nämlich noch, jetzt muss ich kurz die Mitte finden, die ist hier. Machen wir da so. Dann kommt hier nehme ich schon die zweite Treppe hin. Hier die dritte Treppe. Soll ich das Kies hier wegnehmen? Ich bekomme ja sowieso kein Kies, wenn ich es abbaue. Es hasst mich nämlich. Ja, das hintere Kies, da können wir dann später wegnehmen.
So. Dann so. Ich weiß, dass es jetzt hier relativ eng ist beim Runterkommen. Aber das fixen wir gleich. Schöne Musik hier. Ich hoffe, ich habe genug Steine mitgenommen. Bin daran gedacht, dass ich hier das hier wegbaue. Habe ich ja nicht. Ich baue jetzt hier das Kies nicht mehr weg, weil, seht ihr, wird nicht Kies. Hör auf damit. Liegt wahrscheinlich an einer Verzauberung, aber ich weiß nicht welche. Dass es dieses Mal die Musik da nicht zu laut ist. Ich habe das nämlich auch noch bemerkt, dass die Musik ein bisschen leiser war bei der Aufnahme. Ich mache es jetzt trotzdem ein bisschen leiser. Etwa so. Ich hoffe, dass es jetzt dann nicht zu laut ist. Wartet kurz, ich muss nochmal. Immer noch. Vielleicht. Ich hoffe, dass es so jetzt richtig ist und nicht wieder zu leise dann. Ich habe nämlich nur ein bisschen lauter gemacht und jetzt ist es sehr laut auf meinem Ohr zumindest. Ich hoffe bei der Aufnahme dann nicht. Aber werde ich ja dann sehen. Dann haben wir schon wieder eine Musik ohne, eine Folge ohne richtig Musik. Das ist ja langsam irgendwie gang und gäbe hier. Dann nehme ich hier nämlich alles hier weg. Dann gibt es nur noch einen so Durchgang. Jetzt glaube ich, muss ich die Treppe hier doch noch eins nach hinten nehmen. Somit ist doch nichts mit. Sieht relativ gut aus von hier. Ich muss das dann doch nach hinten verlegen, also die Brücke noch ein bisschen zurückziehen. Oh. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil ich habe hier sowieso zwei Löcher, die ich noch nicht gefixt habe. Die sehen wir dann. Und ja, dann kommt es gerade zur richtigen Zeit. Wo sind die Stiefchen? Hier sind sie. So, so. Und last but not least. So, und ich habe nur noch eine Treppe. Ich hatte doch zu viele erst. Was habe ich jetzt? Ah, so. Natürlich. Jetzt hier Gravel rein. Nein, hier nicht. Ja, dann verschwinde halt. Warte, ich muss mir das erst gut überlegen, wie das jetzt kommt. Ich baue hier mal das hier jetzt alles weg. Ja, mit dem Licht müssen wir dann wieder probieren. So. Wie es dann am besten aussieht. Weil jetzt wird dann hier in der Mitte relativ dunkel werden. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass wir die Monster von unten abhalten, zu uns zu kommen. Dann greifen sie uns einfach von hier an. Und da ist das Evil Chicken. Da ist ein Chicken. Das habe ich vorhin nicht richtig in sein Gehege geschmissen. Übrigens, hier oben ist auch nochmal ein Tier, beziehungsweise ein Zombie. Der ist jetzt gestorben. So, wo haben wir... Da. Ich mache wahrscheinlich dann solche Lichter. Die sehen noch cool aus, finde ich. Aber für das brauche ich dann... erstmal, wieder Glowstone. Ich weiß nicht, ob ich da noch habe. Werde ich ja dann noch sehen. Ich hoffe, das sieht so gut aus. Jetzt habe ich noch ein Mail bekommen. Ich hoffe, das hat man
nicht gehört oder nicht zu laut gehört. So. Kann ich nämlich das hier wegnehmen. So wie das hier auch. Dann haben wir hier nämlich wieder so einen Vorplatz. Und das war das, was mir eigentlich die ganze Zeit schon gefehlt hat. Und wieso ist hier das Gravel anders farbig? Ah, weil die Helligkeit noch nicht so ganz übereinstimmt. So, dann kommt man nämlich hier dann runter. Jetzt baue ich dann gleich das Ding noch weiter nach hinten, ja. Kann ich nämlich das hier noch ein bisschen breiter machen. Und hier, keine Ahnung. Hier ziehe ich halt dann einfach eine Steinwand hoch. Und erst was anderes bleibt mir ja nicht übrig. So. So vielleicht. Und dann oben durch sowas. Und dann machen wir hier auch wieder diese Dinger so hin. So, dann haben wir nämlich hier den Eingang dann, der runter geht. Und da ist ja auch alles wieder Gravel. Machen wir dann auch wieder aus Stein, damit es einheitlich bleibt. Jetzt mache ich dann die Kiste an einem anderen Ort hin, nämlich. Die mache ich jetzt gleich hier hin. Oder hier. Ist ja nur provisorisch und dann auf dieser Seite die Kiste, wenn ich sie dann gleich wegbaue. Ja, oder auch nur vielleicht. Wieso habe ich ein Ei in meiner Tasche? Triff ich das von hier? Ich glaube, so schießen. Und? Wahrscheinlich nicht. So, Federn. Für was brauche ich Federn? Wir haben genug von den Pfeilen bis am Ende des zweiten Zeitalters. Was auch immer ich jetzt damit gemeint habe. Also ich denke, ich werde nie, wirklich nie Pfeile machen. In diesem Let's Play. Denn Pfeile haben wir. Es strotzt nur davon. Also. Ich habe mehr als genug von denen. Und wenn ich wieder brauche, gehe ich lieber zur XP-Farm, weil da bin ich schneller. Als wenn ich die Hühner, obwohl wenn ich die Hühner abschlachte, dann bekomme ich ja die Feder auch relativ schnell. Naja, sag mir nach, sag niemals nie, ne? Aber ich denke wirklich, das werde ich nie machen. Ich sage jetzt mal nie. Und wenn doch, habe ich mich vertan. So, eigentlich brauche ich den Stein jetzt gar nicht mehr. Ich habe viel zu viel Stein mitgenommen. Ich wollte dieses Mal sicher gehen, dass ich nicht zweimal laufen muss und dann fail ich, indem ich einfach das andere Material, einfach alles vergiss. So, jetzt geht's hier der Brücke an den Kragen. Die geht jetzt weg. Die verschwindet jetzt. Nein, die geht jetzt nur noch ein bisschen nach hinten. Jetzt bin ich unter Wasser. Wie viel Holz ich da reingebaut habe. Ja, stimmt, ich hatte hier gar kein Wasser, sondern nur den Wasserfall. Oder nicht so viel Wasser wie hier jetzt. Ich habe dann das Wasser hier hingemacht. Eigentlich müsste ich das Wasser jetzt kurz wegnehmen. Ist einfacher zum Bauen. Dann würde ich nämlich das Wasser dieses Mal bis hier an den Rand ziehen, auch von hier auf dieser Seite. Soll ich das jetzt kurz machen? Aber dann müsste ich dann ein Dings wechseln. Vielleicht mache ich das dann noch. Wer weiß. Jetzt muss ich dann erstmal schauen hier. Ich nehme absichtlich noch nicht ganz alles weg, weil ich will schauen, ab wann das hier gut aussieht. Ab wann ich hier die Brücke hinmachen muss. Und ich glaube, jetzt
nur noch eins nach hinten hier. Und das wäre dann schon gut. So, wahrscheinlich. Dann nämlich jetzt hier. Das hier noch weg. Oh mein Gott, ich sehe nichts. So. Also vielleicht. Es ist nämlich die Brücke ein bisschen kleiner geworden jetzt. Aber sie ist halt immer noch da. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen weiter runter. Wieso ich das übrigens so mache? Ich habe hier eigentlich... Die Brücke war, wie gesagt, da gab es noch kein Wasser. Und deswegen musste ich ja das alles runterbauen, damit es ein bisschen authentischer aussieht. Und deswegen ist jetzt hier in der Mitte alles trocken. Vielleicht gehe ich dann da nachher mal mit World Edit dahinter und mache noch ein bisschen ja, nicht der Sachen entschieden, sondern dass das Wasser dann schön fließt und so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dem sagen soll, also Terraforming, genau, das Wort habe ich gesucht. So. Jetzt bin ich hier. Das heißt, ich komme hier rauf. So, jetzt kommt das hier alles auch weg. So. Sieht besser aus. Mache ich hier die Treppe noch. Ah, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So. Jetzt brauche ich nämlich doch noch Steine. Ein Stack sollte eigentlich reichen. Und was brauche ich hier jetzt gerade nicht? Ein Gravel. So. Jetzt habe ich aus Versehen sortieren gedrückt. So. Damit das Ganze dann auch ein bisschen echter aussieht, so. Muss ich dann das nach vorne ziehen? Hier weg, hier weg, hier weg, hier weg. Oh mein Gott, das Wasser, das nervt. Das ist wirklich nicht gerade cool, hier mit dem Wasser so zu bauen. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. So, hier zumachen. Oh. So, und da ziehe ich nämlich das Gravel bis hier hin. Ne, das hier muss auch noch weg. Hier brauche ich dann die Treppe. Ne, das ist hier. Das heißt, hier muss ich auch noch mit dem ganzen Zeugs hier weg. Muss ich mir gut überlegen, wie ich das mache. Damit es dann wieder einigermaßen gut aussieht. So. Dann das ist das Gravel hier. Dann das Gravel. Dann mit dem Stein bis hier an den Rand. Jetzt gibt es hier nämlich so einen kleinen. Genau das wollte ich eigentlich. So. So, das war nicht die Musik selber, sondern mein Headset hat gerade keinen Akku mehr. Tut mir leid. So.
So, ich würde meinen, so sieht das jetzt... Klar, die Brücke ist jetzt nicht mehr so groß wie vorhin, aber das gefällt mir so, ehrlich gesagt. Also, es gefällt mir um einiges mehr als vorhin. Denn vorhin war es einfach nur, ja, schrecklich. Aber sieht so wirklich um einiges besser aus, finde ich jetzt. Ob es dann besser aussieht als ganz am Anfang, ja, das... Obwohl, so schlimm sieht es gar nicht aus. Was ich auch hätte machen können, ist dann die Brücke dann ein bisschen anders höher bauen vielleicht. Wenn ich sie nämlich höher baue... Wäre sie dann wieder imposanter. Vielleicht mache ich hier diese Dinge noch weg. Ich weiß gar nicht, was dahinter ist. Eigentlich kann ich das wegmachen, glaube ich. Ah, ich weiß, wieso ich das habe. Ist gerade aufgefallen. So, hat jemand gesehen. Diesen Rand braucht's. Deswegen habe ich ja auch die Verzierungen in der Mauer gemacht. Ups. Da diese hier. Damit es ein bisschen so aussieht, als wäre es absichtlich. Ist es ja eigentlich auch. Es ist absichtlich. So, das geht jetzt hier nach vorne. Hier mache ich dann, wie gesagt, ich bin mir wirklich am Überlegen, ob ich hier und hier Stein hinmache. Überall jetzt. So nach vorne. Ah, ich habe Hunger deswegen. Ich habe gerade... Wer schlägt mich da, wenn ich dann die Erde abbaue? So. Jetzt wollte ich gerade eine Fliege umbringen, deswegen war ich ruhig. Aber sie ist abgehauen. So. Ich kann mir das Fenster offen, jetzt kommen die rein. War, glaube ich, nicht so eine tolle Idee. Dann auf dieser Seite hier auch. Grund dazu ist, somit kann ich dann hier den ganzen Stein wegnehmen. Dann hat es so wie einen Rand, wo das Wasser dann nicht hinkommt. Muss ich gut schauen, ich habe noch 15 Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Oh. Jetzt muss ich hier hinten noch einen hinmachen, weil ich mich verklickt habe. So, jetzt habe ich mich zweimal noch sogar noch verklickt. So, sieht besser aus. Jetzt machen wir hier nämlich Duck, diesen hier. Hier nach vorne. Hier vielleicht noch zumachen. Dann ist nämlich der See ein bisschen breiter hier. Und hier genau das gleiche. Hier auch noch so rein. Ich weiß nicht, ob ich das hier wegnehmen darf. Doch, das darf ich. Nein, da oben nicht. Deswegen ist es wohl so runter. Okay, dann lassen wir das. So, dann sieht das Wasser hier auch wieder besser aus. Also ein Eingang. Hier ein bisschen weniger breit. Hier geht es dann so rein. Und hoch. Hier oben muss... Hier oben haben wir dann einen größeren Platz sozusagen. So. Das lasse ich jetzt so. Und jetzt wieder. Und dieses Mal vergesse ich es nicht. Wenn ich jetzt nochmal eine Aufnahme starte und diese Rope nochmal in den Händen gehabt hätte. Das... Nee. So. Hier rein mit euch. Mit dir.
oder euch, je nachdem. Vielleicht sieht sich ja die Rope hier. Irgendwie wird es schon wieder dunkel. Kurz im Sonnenuntergang zuschauen. Wirklich schön. So, jetzt kann ich da alles reinpacken. Oder auch nicht. Die Kerzen. Das, was meins ist. Ich mach das kurz so. Alles, was meins ist. Das hier brauche ich aber kurz für da drüben. Diese Kiste hier muss ich auch kurz anders hin machen. So, alles, was meins ist, mache ich jetzt kurz in die Kiste rein. Die zwei Kisten hier brauche ich so hin machen. Das hier brauche ich noch. Das hier brauche ich noch. Und der Rest ist nicht mehr. Also, der Rest mache ich wieder in die, ins Lager rein. Dieses Mal gehen wir aber nicht runter. Nein. Wir machen alles nämlich hier rein. So, jetzt ist alles hier weg. Können wir zurück zu unseren Sachen. Mal im Dunkeln alles genießen, was wir hier haben. Diese Kiste hier behalte ich jetzt. So, noch richtig ordnen. Der Kompass kommt hier hin. Hier sind die Kerzen. Die Schaufel ist etwa hier. Hier ist der Bogen. Hier ist das hier. Das ist hier. Das ist hier. Und das ist hier. So, und die Pfeile muss ich nicht sehen. Ein Schuss für die Freiheit. So. Ich würde sagen, das wär's gewesen. Wir sind fertig. Der Umbau in unserem kleinen Heim ist fertig. Und ich finde, so sieht es doch besser aus als vorher. Um einiges besser, meiner Meinung nach. Um einiges besser. Das sieht man hier schön nach vorne immer. Eigentlich hätte man hier noch ganz zumachen können, dass das nach vorne kommt. Dann würde der Wasserfall von hier oben runterfallen. Mal schauen, ob das dann so besser aussieht. Mal schauen, was Flick überhaupt dazu sagt zu meinem Riesenumbau. Er hat jetzt relativ viel verpasst. Ich mache jetzt die 10 Fackeln einfach hier nochmal hin, da einfach das mal hier noch ein bisschen erhellt wird. So viel bringt es wahrscheinlich gar nicht. Auch dass hier mal keine Monster dann spawnen. Aber ich darf ja keine Kerze in der Hand halten. Weil wenn ich die Kerze in der Hand halte, erhält es alles. Naja. So. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und bis bald.